Der Bärenmarkt bei den Aktien ist vorbei. Jetzt kommt die Rallye. Los geht's. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Video der HKCM. Jetzt nunmehr in der dritten Woche setze ich mich hin. Jede Woche an einem Freitag aufs Neue. Halte eine Zeitung in die Luft. Das werde ich auch gleich wieder machen. Mit dem Datum des heutigen Tages. Und halte, wenn Sie so wollen, meinen Kopf über das Schafott. Warum? Wenn es nicht so kommen sollte, wenn es doch erst der Anfang eines gigantischen Abverkaufes, einer 10-jährigen BES an den Märkten, BES bedeutet eines Bärenmarktes, ein Bärenmarkt wiederum bedeutet ein starker Abverkauf, eine Korrektur, von der viele sprechen, vom Untergang unserer Zivilisation, von massiver Armut, von einem Aktienmarkt, der viele, viele Jahre nicht mehr seine alten Höchststände erreichen wird. Und jetzt stelle ich mich hin und sage, nein, so wird es nicht kommen. Ich sollte hier wahrscheinlich differenzieren. Nicht all die Dinge, die ich gerade gesagt habe, halte ich für ausgeschlossen, dass wir hier Armut bekommen. Dafür tun wir alles in unserer Macht Stehende, um das umzusetzen. Bin ich voll dabei. Dass die Aktienmärkte jedoch die nächsten Jahre keine neuen Höchststände mehr sehen, dass wir jetzt nur noch sukzessive mit kleinen Gegenrallies abverkaufen, das sehe ich absolut nicht so. Und das habe ich in den letzten Videos immer wieder auch gesagt. Ich meine, dieser Videoinhalt, wie auch die letzten, ist sehr, sehr wichtig für Sie, für die Community im Allgemeinen. Wenn Sie etwas dazu tun wollen, dass andere Leute das auch sehen, vielleicht eine andere Sicht auf die Märkte bekommen, lassen Sie diesem Video bitte ein Like da. Dann wird das durch den YouTube-Algorithmus an möglichst viele Leute rausgezogen. Was zeige ich Ihnen heute? Bin ich da alleine der Meinung? Nein. Ich zeige Ihnen auch gleich, wer als großes US-Analysehaus Fundstrat und dabei Gründer und Chefanalyst Tom Lee, der hier eine ganz klare Meinung vertritt. Dann zeige ich Ihnen unsere Berechnungen. Wie liegen wir damit aktuell richtig? Im Dow Jones, dem alten großen Index der USA, dem Dow Jones Industrial Average, dem S&P 500, der 500 größten Unternehmen der USA. Und dann zeige ich Ihnen auch noch unsere langfristigen Verlaufswege von drei großen Dow-Aktien, die wir für sehr, sehr bullisch halten und von denen wir denken, dass sie sich bereits im neuen Bullenmarkt befinden. Wir starten das Ganze wieder los, wie letzte Woche. Stuttgarter Zeitung, Freitag, 5. August. Wir sehen diesen Bärenmarkt nicht 10 Jahre gehen. Wir sehen hier keinen kompletten Untergang der Aktienmärkte. Im Gegenteil, HKCM sieht hier einen massiven Anstieg im Folgejahr, also im jetzigen Jahr auch noch. Wir sehen eine komplette Entkopplung der Realwirtschaft mit dem Aktienpreis. Denn ganz klar, es sieht nicht gut aus in der Realwirtschaft, es sieht überhaupt nicht gut aus in der deutschen Wirtschaft und wir haben massive Probleme, auch was die Rezession in den USA angeht. Die Biden-Administration hat ja erst den Begriff der Rezession in den USA einfach mal abgeändert, damit man sagen kann, nö, wir haben jetzt eine neue Definition und deswegen haben wir keine Rezession. Und trotzdem sehen wir eine Entkopplung, wie wir sie in der Vergangenheit schon mehrmals hatten. Als letztes, nur um darauf hinzuweisen, das ist keine neue Situation, das ist kein Novum. 2020 Corona-Crash. Die Schäden, die wirtschaftlichen Schäden, die wir damals hatten, sind viel, viel länger gegangen. Wir hatten eine V-förmige Erholung an den Aktienmärkten. Auch dort hat es von so ziemlich allen Crash-Propheten geheißen, das war erst der Anfang, gerade nahe dem Tief. Das ist erst der Anfang. Bleiben Sie draußen, retten Sie sich auf die Arche Noah. Es wird alles untergehen. Und was hat der Aktienmarkt gemacht? Eine gigantische Rallye. Und wir sehen auch jetzt wieder den Anfang einer sehr, sehr starken und nachhaltigen Rallye. Ich möchte Ihnen beide Szenarien zeigen, was passieren kann. Wir schauen uns jetzt alles mal an. Als allererstes die Aussage von Tom Lee des US-Analysehauses Fundstrat. Das ist dieser Artikel hier auf Deutsch übersetzt. Es gibt den natürlich auch im Englischen, da ist er deutlich länger. Ich lese gerade mal vor. Für das Analysehaus Fundstrat ist der Bärenmarkt Geschichte. Für Tom Lee ist es Zeit, wieder auf Aktien zu setzen. Der Mitbegründer und Leiter des Research beim US-Analysehaus Fundstrat glaubt, dass der Markt am Anfang eines kräftigeren Anstieges bis Ende 2022 stehen könnte. Zitat, die Talsohle ist erreicht, der Bärenmarkt 22 ist vorbei.
zitiert das Finanzportal Yahoo Finance den Strategen. Und der begründet seine Einschätzung so, Zitat, wenn schlechte Nachrichten die Märkte nicht zum Einsturz bringen, ist es für die Anleger an der Zeit, eine neue Bewertung vorzunehmen. Dabei hatte es zuletzt an schlechten Nachrichten nicht gemangelt. Leitzinserhöhungen, Rezessionssorgen, Inflation. Aber dennoch ist der Juli 2022 gemessen am US-Leitindex S&P 500 der beste Börsenmonat seit November 2020 gewesen. Auch das ist etwas, schreiben Sie das gerne mal rein, was viele Leute überhaupt nicht aus den Medien so vernehmen, auch überhaupt nicht hören, weil sich viele der Analysten schon so festgelegt haben in ihren ganzen Untergangsszenarien, dass sie ja jetzt nicht plötzlich sagen können, übrigens, lief eigentlich richtig, richtig gut an der Börse gerade. Ja? Können Sie nicht, machen Sie nicht, deswegen wird weiterhin vom drohenden Untergang oder mitten im Untergang schwadroniert, ohne hier mal einen neutralen Blick auf die Börse zu geben. Ich meine, wir können das als Elliott Waver eben gerade, weil wir uns immer nur den Chart anschauen und nicht die fundamentalen Ereignisse drumherum. Das wird uns oftmals auch zur großen Kritik gemacht. Dann heißt es, Sie betrachten nur die eine Seite, die andere nicht. Ja, dafür haben wir aber Neutralität in einer Welt, in der es keine Neutralität mehr gibt, sondern nur noch Meinungsmache. Wir machen keine Meinung, wir geben Ihnen einen neutralen Blick der charttechnischen Seite auf die Charts, das werde ich heute machen. Wir lesen hier zu Ende noch weiter. Zudem glaubt Fundstrat, dass die Marktlage ähnlich ist wie im August 1982, einem Zeitpunkt, der einer heftigen Rallye an den Aktienmärkten inmitten einer Wende der Fed vorausging. Im Sommer 1982 befand sich die US-Wirtschaft in einer Rezession. Die Inflation war kräftig. Dennoch lockerte der damalige Fed-Chef Paul Volcker einige Monate später die Maßnahmen zur Eindämmung der Inflation. Zitat, die Kräfte sind vorhanden, die die Wirtschaft in Richtung Aufschwung treiben würden, sagte Volcker laut New York Times in einer Rede. Es folgte eine jahrelange Hosse an den Aktienmärkten. Entsprechend glaubt Lee, dass der S&P 500 schon bald auf neue Rekordhöhen steigen könnte. Vollkommen unabhängig, denn er hat eine andere Sicht auf die Märkte als wir. Wir betrachten die Märkte technisch, aber auch hier, um mal eine Meinung zu bringen, dass es eben nicht so ist, dass alle hier den Untergang erwarten. Im Gegenteil, wir meinen, gerade jetzt ist es extrem wichtig, nicht zu schlafen, nicht in der Angst zu verharren, nicht zu sagen, oh nein, Zurückhaltung, ich bleibe draußen, ich denke, jetzt knallt es bald, wir werden alle untergehen. Gesellschaftlich, wirtschaftlich werden wir mit Sicherheit sehr, sehr schwere Zeiten haben. Ich würde mich niemals hier hinstellen, irgendwas anderes sagen, weil ich es auch nicht anders glaube. Wir werden einen für viele Winter des Aufwachens bekommen in Deutschland, denn viele sind nicht aufgewacht und sie werden aufwachen, das können Sie mir glauben, diesen Winter werden sie aufwachen. Aber das bedeutet eben nicht, dass die Börsen gleichzeitig mit der Wirtschaft auf Talfahrt geschickt werden. Wir haben es, wie auch hier erläutert, bereits in der Vergangenheit so gehabt, dass es eine Trennung gibt. Und diese Trennung sehen wir. Und wir sind der Meinung, dass sie bereits begonnen hat. Das werde ich Ihnen auf den Charts zeigen. Wir fangen als erstes an mit dem Dow Jones. Ich zeige Ihnen langfristige und dann auf dem Fraktal kürzerfristige Szenarien, die wir verfolgen. Dann gehen wir auf den S&P 500 und wir sprechen auch darüber, warum wir aktuell sogar keine Short-Position in unseren Trendwendebereichen eingehen würden, weil wir den Markt für noch bullischer einschätzen, als er sich eigentlich gerade gezeigt hat. Sprich, die Ausdehnungen der aktuellen Aufwärtsbewegung. Wir halten es dafür sehr realistisch, dass diese sich noch länger ausdehnen, als selbst wir, die ja sowieso die ganze Zeit bullisch waren, es selbst für möglich gehalten haben. Dann, danach gehen wir auf die drei Aktien, die ich Ihnen zeigen möchte. Ich meine also, ich werde Ihnen hier zum Wochenschluss ein reichhaltiges Buffet geben. Sie lassen dem Video bitte einfach nur einen Like da. Wir starten direkt los. Also, schauen wir uns das Ganze mal als erstes an. Das ist hier der 144-Minuten-Chart des Dow Jones. Wir gehen davon aus, dass wir hier bei 29.639 sehr wahrscheinlich das Tief gesehen haben und uns hier bereits in der ersten fünfwelligen Kaskade einer Aufwärtsbewegung sehen. Wir beobachten das Ganze hier, sehen den Markt hier reinkommen, die 4 ausbauen und dann später in der 5. Wer hier noch gar nicht drin ist im Markt und sagt, okay, wie soll ich hier rein? Das ist ja der Dow Jones Future Preis. Wir analysieren und handeln den Dow Jones Future. Dieser kann übrigens, wenn Sie das per CFD, den Future Markt, umsetzen wollen, können Sie das bereits per 0,1 Kontrakt handeln.
Bedeutet, Sie müssen nicht einen Dollar oder einen Euro pro Punkt setzen, was beim Dow Jones ordentlich ist, weil er eine hohe Schwankungsbreite hat, sondern Sie können das Ganze bereits mit 10 Cent pro Punkt handeln und dann natürlich hochfahren. Heißt, selbst so ein volatiler Index wie der Dow Jones ist für relativ kleine Konten 2.000, 3.000, 4.000 Euro durchaus handelbar. Also schauen wir uns das Ganze an. Wir gehen also davon aus, dass der Markt in diese Box reinkommt, hier runter korrigiert, dann weiter hochläuft. Auch danach sehen wir nochmal eine mittelfristig ausgedehntere Korrektur. Wir gehen hier mal auf den nächsten Chart. Das ist hier der Bereich, den wir sehen. Das war das gerade, was ich Ihnen gezeigt habe, 26.639, das Tief. Es gibt die Möglichkeit immer noch, dass wir hier noch einmal tiefer runterkommen und ein neues Tief ausbauen. Das ist korrekt. Dieses neue Tief würden wir dann im Bereich der 28.700 bis 28.400 sehen. Es wäre nochmal ein neues Tief, wenn wir uns das auch prozentual anschauen, dann sprechen wir nochmal von circa 12-13%. Aber auch in diesem Falle sehen wir den Markt eben nicht hier ins Bodenlose fallen. Wir sehen den Markt nicht jahrelang weiter korrigieren. Selbst wenn wir hier nochmal runterkommen in unserem 40% Wahrscheinlichkeitsszenario, unsere Alternative, dann sehen wir hier danach im Jahr 2022 weiter stark ausgedehnte Preissteigerungen nach oben. Wir meinen das zu wissen oder zu erkennen, weil in den Einzelaktien und die Einzelaktien des Dow Jones bilden ja den Index, die bullischen Anzeichen einfach deutlich, deutlich überwiegen. Und wenn die Aktien den Index bilden und die 30 Unternehmen in der Mehrheit stark bullisch sind, dann spricht das einfach auch dafür, dass der Index selber aller Wahrscheinlichkeit oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch bullische Tendenzen hat. Also, dass wir hier nicht mehr einen großen Sell-off sehen und Kapitulationen und wir werden hier jahrelang jetzt runtergehen. Das sehen wir so nicht. Langfristiges Bild. Langfristig gesehen, ich denke, das ist das, was Sie interessant finden, Multijahrescharts. Ja. Wir kommen hier runter, haben hier die starke Korrektur ausgebaut, das war damals in 2002, haben jetzt auch nochmal eine starke Korrektur ausgebaut, stehen jetzt exakt hier auf der Unterstützung. Das sind die 29,568. Wir sehen den Markt auf Multijahresebene zumindest einmal hochkommen in den Bereich von 43.000 Punkten. Wir stehen jetzt gerade bei 32.000. Wir sehen den Markt in den nächsten Jahren auf die 43.000 Punkte hochgehen. Wir sind also hier übergeordnet sehr bullisch eingestellt. Dann gibt es in den nächsten Jahren die Möglichkeit nochmal einer starken, starken übergeordneten Korrektur oder eines Durchbrechens in unserem primären, deswegen die durchgezogene Linie, primären Szenario sogar noch weiter hochzukommen. Auch das wird nicht ohne größere Korrekturen nach sich ziehen. Es ist ganz normal, dass wir größere Korrekturen sehen, vor allem bei dieser Aufwärtsvolatilität, aber eben langfristig weiter aufwärts. Kommen wir als nächstes mal direkt zum S&P 500. S&P 500 auf dem 45-Minuten-Chart. Hier haben wir den letzten Trendwendebereich getroffen, um Position einzugehen. Also für die Leute, die unser tägliches Update des S&P 500 Index nutzen, diesen mit CFDs auf den Index Future, den S&P 500 Future handeln. Vielleicht mal ganz kurz gezeigt. Was bedeutet das? Das ist jetzt einfach der Broker, den wir nutzen. Da geht man auf US S&P 500 September 22 CFD. Das ist der aktuelle Future-Kontrakt, also exakt der Preis, den Sie in den Charts auch sehen. Ja, Eingangsauftrag, dann öffnet sich das Fenster. Man kann hier Long oder Short gehen, auf steigende oder fallende Kurse. Das nur kurz zu zeigen. Der Dow Jones ist der Wall Street September 22 CFD. Es gibt immer einen Spotmarkt oder einen Futuremarkt. Der Futuremarkt hat immer einen Monatskürzel, weil er rolliert. Er hat einen Rollover. Dieser Rollover wird bei unserem Broker automatisch vorgenommen und wir zahlen keine Haltegebühren oder keine Overnight-Gebühren auf sämtliche Future-Kurse. Wenn Sie Fragen dazu haben, ich mache hier keine Werbung. Sie können uns aber gerne eine E-Mail schreiben an die info@hkcmanagement.de, dann teilen wir Ihnen gerne mit, welchen wir nutzen. Also, machen wir direkt weiter. S&P 500, auch hier, Sie haben es jetzt gerade schon gesehen, wir gehen auch hier davon aus, dass wir, das wird auch noch in vielen Wellenkaskaden nach oben gehen, aber dass wir hier nachhaltig deutlich höhere Preise noch sehen. Ja. Situation hier, wir sind eingestiegen, aktueller Anstieg,
wer den Einstieg hier genommen hat, kann sich überlegen, hier auf jeden Fall mal einen größeren Teil seiner Gewinne mitzunehmen. Ich würde aktuell hier nicht shorten, zeigen wir auch gleich. Wir haben jetzt also hier in Prozenten 11,27% bisher mitgenommen, 427 Punkte. Mein Kollege Philipp Klinkmüller, der wird Ihnen jetzt gleich sagen, warum er diese Bewegung hier nicht shorten würde, grundsätzlich nicht vom einen Zielbereich in den anderen Zielbereich short gehen würde. Das schauen wir uns jetzt gerade mal an. Da gehen wir auf unsere Seite bzw. Videoanalysen www.hkcmanagement.de im Login-Bereich. Jeden Dienstag und Donnerstag bringt er Ihnen persönlich eine Live-Video-Analyse an den Live-Charts und zeigt Ihnen, wie er die Situation gerade nutzt. Können Sie jederzeit dazu buchen zu den schriftlichen Analysen. Wir gehen hier auf den S&P 500, klicken drauf, los geht's. Ja, herzlich willkommen zum heutigen S&P 500 Video. Mein Name ist Philipp Klinkmüller. Ja, der S&P 500 nähert sich auch seiner nächsten Zielzone auf der Oberseite. Wenn wir die erreichen wollen, wovon aber aktuell auch auszugehen ist, dass er das packen wird, ja, dann würden wir hier auch diesen wichtigen Widerstand bei 4202 Punkten übertreffen. Ja. Die Zone hat dann auch nach oben erstmal noch Luft, also da ist auf jeden Fall noch einiges an Potenzial dann da, diese dann eben entsprechend hier auch auszureizen. Man muss sich auch hier durchaus die Frage stellen, ob gegebenenfalls sich jetzt hier mit einer weiteren Eskalation, insbesondere wenn wir an die Oberseite dieser Zone laufen sollten, sich hier nicht nochmal in dieser Struktur hier ein weiteres 1-2 eben dann versteckt hat. Ja. Das wäre definitiv eine Möglichkeit, respektive ob wir eben nicht aktuell eben noch im Begriff sind, tatsächlich erstmal diese 4 hier abzuarbeiten, also diese 3 abzuarbeiten, dann wäre das 1, 2, 3, 4 und dann würde das eben entsprechend hier nochmal in dieser 5 dann eben deutlich weiter nach oben gehen. Ne? Das ist eine Sache, die wir auf jeden Fall im Auge behalten müssen. Und dann würde das auf jeden Fall hier auf der Oberseite extendieren. Werden wir gegebenenfalls dann auch nochmal dazu übergehen, hier eine, diese Zone dann eben entsprechend nochmal auf der Oberseite dann eben auch anzupassen, um das dann eben auch abfangen zu können. Ja. Sehr gut, jetzt reagiert die Seite nicht. Das ist ja genau das, was man möchte. Ja, warten wir mal oder wir laden es einfach einmal neu. TradingView die letzten Tage leider, muss ich sagen, wieder mal in einer Bewegung, wo es nicht, in einem Zustand, wo es nicht besonders verlässlich operiert, ja, sind wir alle auch schon ziemlich genervt davon tatsächlich. Das hat das leider immer wieder mal, dass dieses Programm nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Gut, das werden wir nochmal neu machen. Das hat auf jeden Fall mal nicht funktioniert. Jetzt hoffe ich mal, dass der mitspielt. Ansonsten müssen wir das Video nochmal komplett neu aufnehmen. So, da ist er wieder. Also wie gesagt, müssen eben dann hier bei einer weiteren Extendierung eben dann darüber nachdenken, das ganze Thema auf der Oberseite etwas nochmal auszudehnen, diese Zielzone. Ja, denn wenn das hier jetzt eben beispielsweise eben, wie gesagt, hier nochmal ein weiteres 1-2 gewesen ist, ja, dann würden wir uns eben, wie gesagt, erst hier jetzt, aber auch mit Anlaufen dieser Zone erst im Bereich der 3 befinden, ja, also sprich dann aber der 3 von dieser 3, ja, und dann würde das Ganze eben, wie gesagt, deutlich eskalieren und dann würden wir dieses Ziel deutlich nach oben verschieben und damit würde sich natürlich auch dieses Ziel hier verändern, also das hätte dann schon nochmal Auswirkungen, aber eben, wie gesagt, im positiven Bereich. Ich habe es auch jetzt schon im Nasdaq-Video erläutert, ich hatte es auch am Dienstag erläutert, wirklich ganz wichtig, jetzt auch was das weitere Trading angeht, wer jetzt hier aktuell auf der Long-Seite eben unterwegs ist, bitte in diesem Bereich jetzt nicht, klar, das muss jeder für sich abwägen, man kann das auch als Absicherung machen, aber ich werde jetzt hier aktuell keine Netto-Short-Trade anstreben, ich werde hier eine Gewinnmitnahme, Teilgewinne realisieren, aber werde auf jeden Fall Long im Markt bleiben und werde dann den Rücksetzer nutzen, um wieder Positionen aufzubauen, ja. Also da bitte jetzt Vorsicht, weil der Trend ist jetzt hier ganz klar auf der Long-Seite und entsprechend sollte man Rücksetzer nutzen, um Positionen aufzustocken. Ich werde jetzt hier keine Netto-Shorts mehr öffnen und ich werde hier auch nicht komplett aus dem Markt gehen, wenn wir so eine Zielzone anlaufen, sondern Gewinne realisieren, damit ich auf jeden Fall immer dabei bin, wenn es eben zu so einem Szenario kommt, was zum Beispiel gerade im Nasdaq eben als Möglichkeit ansteht, dass das eben direkt weiter nach oben eskaliert, was ja eine positive Sache ist, denn das passt ja dann auch zu der Erwartung, aber
Da sollte man eben nicht komplett rausgehen. Ja. Sie haben es gerade von ihm gehört. Übrigens, wenn Sie da interessiert sind und diese Märkte auch aktiv traden wollen, kann ich jedem nur empfehlen, nutzen Sie für die Basismärkte auch dazu. Ich meine, das kostet 10 Euro extra im Monat. Die Videoanalysen von meinem Kollegen Philipp Klinkmüller, Sie können sie auch nachträglich noch dazu buchen. Ich meine, das macht Sinn, weil er hier aus seinem Erfahrungsschatz auch sagen kann, welche Bewegungen er handeln würde und welche er gerade nicht handelt. Viele Leute würden sagen, ich nehme jetzt auch den kurzen Short-Bereich mit. Das ist aber sich auch gegen den fahrenden Zug stellen, denn wir gehen eher davon aus, dass wir jetzt sogar noch eine höhere Extension kriegen beim S&P 500, beim Nasdaq übrigens auch. Das hatte ich gestern im Bitcoin-Video auch noch gezeigt, dass der Nasdaq sich sogar noch stärker bullisch zeigt als von uns antizipiert. Bedeutet, aktuell nicht gegen den fahrenden Zug stehen. Wer Positionen eingeschlossen hat, also wer im Markt ist, herzlichen Glückwunsch erstmal. Da haben Sie sich jetzt im Nasdaq, glaube ich, schon über 1600 Punkte gesichert. Einfach weiterhalten, die Stops nachziehen und vielleicht Gewinne realisieren oder noch weiter hochhalten. Wir gehen also hier davon aus, ich zeige jetzt nochmal den Live-Chart, langfristig weiter deutlich steigende Preise. Wir haben hier ein Sekundärszenario auch nochmal mit tieferen. Es gibt immer auch die Möglichkeit zu 35% Wahrscheinlichkeit. Aktuell sieht es aber wirklich gut aus, dass wir den Boden bereits gesehen haben und nun nach oben durchstarten. Ja, deswegen super wichtig auch in den Aktien. Und jetzt möchte ich Ihnen drei Aktien zeigen, die ich interessant finde. Die Abonnenten des Tech33 haben es in den letzten Tagen gemerkt, da sind Einstiege nach und nach jetzt gekommen. Die stehen auch sehr, sehr gut schon im Plus. PayPal beispielsweise, zeige ich gerne nächste Woche mal, steht bereits seit, jetzt sind 10 Tagen oder so, 26% im Plus. Die haben also richtig gesessen. Und jetzt wollen wir uns heute aber mal drei interessante Aktien anschauen aus dem Dow 30, also die 30 Aktien des Dow Jones. Wir fangen an mit der prominentesten Aktie. Es geht um nichts anderes als MSFT. MSFT ist der Ticker für Microsoft. Sie sehen hier den ganzen Kursverlauf, denken sich, was ist jetzt hier zu sehen? Ich drehe das mal rüber, um Ihnen hier den langfristigen Ausblick zu zeigen und dann gehen wir von dort aus auf den kurzfristigen Ausblick runter. Das ist der langfristige Ausblick für Microsoft. So, Microsoft steht eigentlich langfristig gesehen von der Zeitachse her am kürzesten vor einer ausgedehnten Korrektur. Hören Sie da bitte ganz genau zu, am kürzesten von einer ausgedehnten Korrektur. Und doch hat Microsoft hier nochmal auf jeden Fall 100% Platz nach oben, bevor diese ausgedehnte Korrektur kommt. Das heißt also, wir erwarten die nicht um die Ecke oder in den nächsten 5 Monaten, sondern wir gehen davon aus, dass Microsoft hier zumindest für den Abschluss der großen übergeordneten Welle 1 den Bereich des 78,6 auf Fibonaccis anläuft bei $512. Wir stehen aktuell bei 283. Heißt, wir haben noch ungefähr 100% nach oben. Ich bin selbst recht stark bei Microsoft investiert. Ich verkaufe noch nicht. Wir werden aber in Zukunft, wir werden hier noch mehrere Einstiege tätigen, ganz sicher. Und wir werden auch in Zukunft, wenn wir diesen Bereich da oben anlaufen, wahrscheinlich alle unsere Positionen liquidieren, rausnehmen, uns wiederum Kapital, also Liquidität auf unser Konto holen, um dann diese Korrektur, die wir sehen, und die wird brutal werden. Warum? Weil wir in den nächsten Jahren kommenden Korrektur für Microsoft nochmal deutlich tiefere Bereiche erwarten, als wir sie jetzt aktuell haben. Das werden Sie bei den zwei anderen Kursen nicht sehen, weil wir uns da in einer gesamten, komplett anderen Wellenausdehnung, sprich diese, stellen Sie sich so vor, diese Unternehmen befinden sich in einem anderen Lebenszyklus, in einer anderen Lebenszeit. Ja, Microsoft ist in einer fortgeschritteneren Zeit, deswegen kommt jetzt auch eine brutal übergeordnete Korrektur in den nächsten Jahren auf uns. Bei den anderen Werten ist das nicht so. Schauen wir uns mal an, was machen wir jetzt bei Microsoft? Wann kommt der nächste Einstieg? Wir sind jetzt hier reingelaufen in unseren ersten Trendwendebereich. Wir gehen davon aus, dass der Kurs sich hier in den nächsten Tagen und Wochen erschöpft, von dort die 2 ausbaut und diesen Bereich hier unten, wenn wir hier reinkommen, dann wollen wir auf 2 Dinge achten. Erstens unsere Indikatorenlage, das habe ich ja in einem der letzten Videos mal beschrieben, welche Indikatoren wir uns anschauen, um Trendwenden besser einschätzen zu können, also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir hier runterkommen. Sobald wir dann ein erstes 1-2 ausbauen, das ist das Setup, das wir sehen wollen, um mit höherer Wahrscheinlichkeit sagen zu können, dass es nicht nur ein Faker ist, dass es nicht fake ist, dass wir hier hochkommen, also eine Täuschungsrallye, sondern dass wir hier wirklich nachhaltige Anstiege sehen. Dann werden wir einen Einstieg versenden.
Abonnenten innerhalb dieses Bereiches hier mit den genauen Einstiegskoordinaten für die Abonnenten des Dow 30 Aktienpaketes, dann werden wir eine weitere Position bei Microsoft hinterlegen. Aktuell gerade nicht. Wir erwarten jetzt erstmal, dass es wieder runtergeht. So, Microsoft. Zweiter Wert, Ticker CAD, CAT. Manche von Ihnen werden es wissen. Caterpillar, riesige Bau- und Baggermaschinen. Wahrscheinlich die größten weltweit. Caterpillar, ich führe sie auch mal hier in den Chart ein. Wir fahren rüber. Was erwarten wir? Wir sehen uns hier wirklich, das ist jetzt ein absoluter großer Multijahreschart. Wir sehen uns hier an der Talsohle eines sehr, sehr großen Anstieges die nächsten Jahre. Sie sehen, wir haben auch schon die Zwischenbereiche. Das haben wir jetzt geändert, weil wir einfach mehr Analysekraft auch im Haus haben, dass wir einfach noch kurzfristiger das Ganze zeigen können, die Zwischenbereiche. Alleine dieser Bereich hier werden wahrscheinlich 2 bis 3 Einstiege sein. Dann wird man hier wieder abverkaufen, Liquidität rausnehmen, hier wieder aufladen. Und dieses Spiel wollen wir unser Ziel äußerst erfolgreich betreiben die nächsten Jahre. Insgesamt auf Multijahressicht sehen wir ein Potenzial von knapp 400% bis hier die große 1. Diese große 1 war die, die bei Microsoft jetzt früher kommen sollte. Ja, hier gibt es mehr Kaskaden nach oben. Diese sehen wir in den nächsten Jahren kommen. Bis dahin werden wir wahrscheinlich noch 10 Einstiege und wahrscheinlich 7, 8 Verkäufe zwischendrin nehmen. Wir wollen auch mit Restpositionen immer drin bleiben. Insgesamt sehr, sehr interessanter Titel. Caterpillar auch hier jetzt mal aufs untere Fraktal. Wir kommen hier auf den 3-Stunden-Chart. Was erwarten wir? Sie können es sich vielleicht schon vorstellen. Situation wie folgt. Primärszenario zu 60% aktuell. Wir wollen sehen, dass der Kurs hier reinkommt. Möglichst das 61,8er Fibonacci bei $179 auftrifft. In dem Bereich bis zum 78,6er eine Trendwende vollzieht, in unserem Trendwendebereich, dann ein 1-2-Setup ausbaut und dann werden Sie eine E-Mail bekommen mit den genauen Koordinaten zum Einstieg, mit einem Stop, den man setzen sollte oder kann, wenn man möchte, je nachdem, ob man eine Buy-and-Hold-Position eingeht oder nicht, um dann hier einzusteigen. Also auch hier abwarten noch. Warum? Weil es könnte sein, wenn wir hier unter die $67 drunter gehen, dass das 40% Alternativszenario eintrifft und wir dann hier nochmal deutlich, was heißt deutlich, auf jeden Fall auf die 148 runtergehen. Prozentual gesehen würde das bedeuten noch ungefähr 20%. Also ich meine, man will hier nicht einfach blind einsteigen. Ich weiß, manche von Ihnen sehen das Video, sagen sich, Herr Hopf hat gesagt, jetzt einsteigen, Hebel 100. Nein, abwarten. Es ist eine strategische Frage. Wir wollen das 1-2-Setup sehen. Dann werden wir eine Nachricht rausschicken. Dann werden wir Ihnen Bescheid geben, wenn wir einsteigen im Dow 30. Also, zweiter Wert, interessant ist Caterpillar. Dritter Wert, Ticker MMM. Es handelt sich um die Firma 3M Company, 3M. Auch hier, Sie sehen den alten Chartverlauf, 1, 2 und jetzt kommen wir in die übergeordneten Chartsegmente hier rein. Multijahreschart 3M, auch hier sehen Sie, für uns ganz wichtig, um das zu zeigen, was wir hier sehen. Wir befinden uns nach dieser ausgedehnten Korrektur jetzt wirklich an der Talsohle von Aufwärtsbewegungen. Sollten wir mit unseren Berechnungen recht haben, ja? An der Talsohle, deswegen ist es so interessant, da jetzt reinzukommen, anzufangen, die Position zu legen. Diese Bewegung alleine wird schon mehrere Einstiege nach sich ziehen. Wir stehen aktuell bei 148. Wir sehen diesen Chart auf Multijahresebene. Irgendwann, wenn er sich ausgerollt hat, den 78,6er Bereich bei $982 erreichen. Bedeutet, anhand dieser Berechnung hat der Markt ein Potenzial, die Aktie ein Potenzial von 680%, bis er da oben ist. Zwischendrin werden Einstiege kommen, werden auch wieder Ausstiege kommen, um immer wieder Liquidität aufs Depot zu holen, sich mehr Kapital zu holen, um wieder mit größeren Positionen einzusteigen. Auch hier schauen wir uns das Ganze eminenter an. Wir hatten hier den ersten Trendwendebereich, der hat sehr gut funktioniert. Wir sind seitdem hochgekommen, seit dem Tief, das ist gar nicht so lange her, vom 5. Juli bis jetzt. Starke Anstiege, sieht also gut aus, es sieht impulsiv aus. Wir sind jetzt dabei, die 5 auszubauen, bisher 18%. 1, 2, 3, 4, 5, das wäre der erste Fünfteiler. Und danach wollen wir, Sie hören mich das immer wieder wiederholen, ein 1-2-Setup. Das heißt, jetzt gerade nichts machen, der Markt müsste hier runterkommen. Sobald er uns zeigt, dass er hier aufkommt und eine Impulsivstruktur hat, werden wir eine Nachricht verschicken. Wir werden eine weitere Position bei 3M hinterlegen. Auch ein interessanter Titel. Heute habe ich viel geschwafelt zum Wochenende hin. Ich hoffe, da war auch viel Mehrwert dabei für Sie. Ich habe versucht, möglichst viel zu zeigen. S&P 500, Dow Jones, Verlaufswege, die Meinung von meinem Kollegen Philipp Klinkmüller, was die aktuellen Long Trades angeht. Wenn Sie die Brokerfrage haben, schreiben Sie uns eine E-Mail und dann die 3 Aktien, Microsoft, Caterpillar und 3M. Ich hoffe, Sie haben jetzt ein wunderschönes Wochenende. Machen Sie es gut. Danke.